Und war der jetzt nur auf Phuket oder war der noch woanders? Nö, bis jetzt, also wir waren... Da müssen wir ja auch die 7 Tage, müssen wir jetzt... Genau. Ach so, immer noch 7 Tage. Ist ja noch, ja, ja. Ja, genau. Ab 1. November ist endlich Freiheit, ne? Kann sein, dass sie dann, dass alle dann einen Tag... Ein Tag Sandbox, denke ich, davon auch redet man ja. Ja, genau, oder eben, du kannst auch in Bangkok oder Pattaya, kannst du natürlich auch gleich da machen, wenn du sowieso jetzt woanders hin willst. Ja. Aber ich würde sagen, also jetzt zur Zeit ist es hier garantiert viel schöner als noch Pattaya oder sonst Bangkok. Irgendwo, ja. Da ist ja, die haben ja nichts auf, da ist ja auch, hier ist schon viel mehr. Normales glaubt. Leben in der Zwischenzeit. Ich war ja gerade in Patong, die richten da alles her, Rock-Café oder wie heißt es, Hard-Rock-Café. Dann Buddhas, okay, muss man nicht unbedingt haben in Phuket, aber die richten alle wieder her. Und alles wird hergerichtet, also das wird also in 2 Wochen wieder ganz anders ausschauen. Ganz bestimmt. Am 1. November machen die auf, Buddhas und Rockhard. Und da sind wir natürlich gerade weg. Viele aufgemacht. Ja, leider. Die Toilette darf man da nicht drauf. Warum? Ja, vielleicht ist den gegen die andere vielleicht. Achso, vielleicht verstopft oder so, das will ich dann nicht. Ja, da gibt's jemand hat eine längere Sitzung. Ja, einer hat eine längere Sitzung. Ja, aber es wäre ein bisschen, wie er das wohl hinbekommen hat, den Stuhl davor zu bekommen. Das könnte gut Musik sein. Ja, aber jetzt zum Beispiel hier Walking Street, wisst ihr, Bangla Road ist ja auch schon eigentlich fast alles offen, ne? Also gibt es ja noch ein paar Sachen, die nicht offen sind. Ja, da tanzt natürlich keiner, das, aber sonst Livebands, gute Laune, das Musik, die mit super. Menthol oder die ohne? Die sind leider mit, glaube ich. Achso, nur die? Ja, genau. Oh, ich habe ziemlich drauf noch eine zweite Kippe nach so einem tatsächlich großen mit der Wohnung, Mal. Ja. Und dann hatten wir aber nur noch 5 Tage Zeit oder 6 Tage Zeit. Mehr hatten wir ja nicht mehr. Wir waren ja eine Woche hier im Krankenhaus. Mhm. Das also, aber da muss ich auch mal sagen, wenn ich mal irgendwie operiert werden muss, dann versuche ich das hierher zu verschieben und das dann akut zu machen für meine Versicherung. Ja, weil die Krankenhäuser hier sind top, gell? Die sind top, aber wirklich. Mhm. Das war richtig, richtig toll. Also, klar, kriegst du es natürlich nicht hin, sowas akut zu machen, aber es war wirklich toll. Ich habe da ein Bett gekriegt, das war auch völlig selbstverständlich. Warum warst du im Krankenhaus? Ich war dann mit ihm. Ach so. Du hast dann mit dort geschlafen? Ja, genau. Ja, das ist in Thailand mit verpflegen. Richtig toll war das, ja. Schön. Und die da fühlt man sich noch wohl als Patient. Ne? Aber ehrlich, ja. Und die Krankenschwestern sind nicht genervt, wie in Deutschland alle, und völlig unfreundlich. Nee, weil es halt genug Personal ist. Ja. Bei uns ist ja alles so runtergekürzt. Dass Genau. Einer muss völlig genervt und musst du auch, weißt du, das geht ja gar nicht. Und da stehen dann 5 und sie haben gute Laune. Und haben gute Laune und sind hilfsbereit, haben auch in der Nachtschicht genug Leute. Richtig. Wie ich das letzte Mal, Gott sei Dank, in Deutschland im Krankenhaus war, das war in den 80er Jahren, da war... Was sind wir für Schwestern da in der Nachtschicht waren? Ja. Und die waren alle gut drauf, weil sie Spaß gehabt haben bei der Arbeit. Genau. Aber wenn du da allein bist mit lauter Kranken, dann kriegst du Depressionen. Ja, klar, natürlich. Ja, und vor allen Dingen, du schaffst ja auch nicht mal deine Sachen. Du bist ja Altenpflegerin. Ja, aber sie hatten mal eine Ausbildung zur Krankenpflegerin angefangen. Kannst du ja erzählen, also das war nicht machbar. Ja, also ich war da auch echt unzufrieden. So. Also es war jetzt auch. Ja, also ich weiß nicht genau, ich habe ja eine Ausbildung gemacht so, und die haben halt da nur so Zeit auch gehabt, um mal irgendwas beizubringen, so, du wurdest dann einfach reingeschmissen und mach einfach mal so in der Richtung und keine Ahnung. Und ja. Blutige Anfänger, ne? Und dann dann sowas so, ne? Oh, ja, das macht ja keinen Spaß. Also das ist ja harter Beruf und da muss man Kollegen haben, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Genau, und ansonsten hier. Du musst auch mal 5 Minuten Kaffee trinken. Und die Alten, weißt du, wenn die dann krank sind oder auch überhaupt die Kranken, die sind ja krank, die brauchen Hilfe und die sind froh, wenn sie ummuttert werden, dann in dem Fall. Ja. Also eine Altenpflege habe ich bis jetzt gemerkt, war es auf jeden Fall besser als im Krankenhaus oder so. Also auch, ist natürlich trotzdem stressig und so. Ja, auch zu wenig Personal auf jeden Fall. Da fehlt ja auch mal. Ist eigentlich der Wahnsinn, gar nicht was da abläuft. Ja, das ist verrückt. Völlig verrückt. Wie war das, Leo, bei der letzten Arbeitsstelle? Irgendwie 35 offene Arbeits-, offene Stellen? Ja, wir haben 33 freie Plätze. Also es hat theoretisch 33 Pflegekräfte gefehlt. Genau, 33. Ja. Und wie viel wart ihr zusammen? Ich glaube auch nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, also, wie viel wir genau waren. Also meine Chefin meinte mal, es fehlen quasi 33. Ja, dann müsstet ihr das
Verein, wie viel ihr seid, dann müsstet ihr das ja mehr kriegen, bis ihr die 33 genau, habt. Genau, weil das ist ja ein Budget, da müsst ihr mal den Vorschlag machen. Genau. Ja. Also wenn die Leute fehlen, dann wird die Kohle, ansonsten gehen wir auch noch weg. Ja. Aber die Deutschen haben ja immer hab Angst zu kündigen. Ja. Ist ja, aber so, ja, ist ja nicht richtig, weil da müssen die ja die Arbeit mitmachen. Bewusst, ne? Und wollen die Leute natürlich da noch im Stich lassen. Und das ist denen ja gerade, wir kriegen keine, bla bla bla. Wenn sie besser zahlen würden, würden sie auch Leute kriegen. Ja, das denke ich auch. Genau, ja. Ist ja wirklich... Wenn es einem gefällt, ist es gut für uns, die mal alle mal alt werden oder krank. Ja. Aber eigentlich ist es wirklich nicht so der, für dich vielleicht der Traumberuf, ne? Aber für viele ja nicht. An sich liebe ich diesen Beruf, also wenn der nicht so wäre, dass man halt einfach sich und nicht die Zeit nehmen dafür kann. So, ne? Es ist ein sozialer Beruf und weil die Leute, die in dem sozialen Beruf sind, sozial sind, kann man sie gut ausbeuten. Ja, ja. Ein Geschäftsmann wird sagen, du kannst ja meinen Schuh aufblasen, das mache ich doch nicht. Richtig, das ist echt ein großes Problem. Ja, das ist auch, genau, das ist das Problem. Du wirst für deine Gutmütigkeit ausgestraft. Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Und dann ist da mal, was weiß ich, eine alte Dame, die dann... die das einfach braucht, auch mal ein bisschen zu klönen und du hast gar keine Zeit. Dann kriegt der Nächste nämlich kein Abo. Und da halte ich mit deinem Turnschuh oder was, mit deinem Hausschuh. Ja, so fürchterlich. Deswegen, für den Rest deines Lebens, oder? Das ist auch ein Grund, warum ich mir gerade eine Wohnung gekauft habe. wenn wir nämlich alt sind, dann, wir haben ja auch so eine geburtenstarke Jahrgänge dann gerade. Wie soll denn das werden? Also ich möchte da nicht... Da gibt es Roboter, die das dann machen. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, richtig. Nee, ja, lass mal. Sehr persönlich. Ich komm hierher. Die Roboter können sich Zeit für einen nehmen. Also hier sein altes Wohnsitz zu verbringen, ist nicht der Schlimmste. Ja, das denke ich auch. Ja. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke.